Vergesst alles, was ihr bisher über das Duplizieren in Zelda Tears of the Kingdom rausfinden konntet. Denn es wurde ein wesentlich effizienter und besserer Glitch gefunden als alles, was wir bisher benutzt haben. Und genau das werde ich euch heute zeigen. Wir befinden uns hier am In-Isa-Schrein. Kennt ihr wahrscheinlich, hier haben wir nämlich Synthese bekommen. Ich zeige euch das Ganze nochmal hier kurz auf der Karte. Befindet sich auf der vergessenen Himmelsinsel. Ihr könnt das tatsächlich egal wo machen, ihr müsst einfach nur runterspringen können. Ich zeige euch das jetzt aber. Ich mache es hier immer gerne an dieser Säule. Das heißt, ich klettere einmal diese Säule hier rauf. Und wichtig ist einfach nur, dass ihr quasi irgendwo runterspringt, wo ihr den Gleiter öffnen könnt. So, das heißt, ihr könnt es wirklich egal von wo machen. Vielleicht geht es sogar von hier. Es würde sogar auch hier gehen. So, ich empfehle euch aber so ein bisschen, ja, ich sag mal, eine höhere Position zu haben, damit ihr ein bisschen mehr Zeit in der Luft habt. Und für mich ist diese Säule hier perfekt. Vielleicht habt ihr auch einen Lieblingsort, den ihr hier nutzen könnt. Ich nehme auf jeden Fall sehr, sehr gerne diese Säule. Kann euch die auf jeden Fall auch ans Herz legen. So, aber was machen wir denn jetzt? Wir stellen uns auf unseren Punkt drauf, also auf unseren erhöhten Punkt. Springen runter, öffnen den Gleiter und öffnen das Menü mit Plus. So, wenn wir das Menü geöffnet haben, können wir jetzt im Endeffekt auf Materialien gehen. Also falls ihr irgendwie hier beim Bogen seid, könnt ihr mit L und R zurück zu der Materialientasche navigieren und sucht euch euer gewünschtes Item aus. Wir nehmen mal für das heutige Beispiel, was nehmen wir denn? Wir nehmen Weißdrachenhörner. Wir sehen, wir haben 26 Stück. Wenn ich jetzt 5 Stück davon in die Hand nehme, sehen wir gleich im Inventar noch 21 und 5 in der Hand. Das machen wir mal schnell. So, 21 im Inventar, 5 in der Hand. Jetzt kommt der Trick. Und zwar müsst ihr B und Y gleichzeitig drücken. Am besten legt ihr den Finger drauf. Zack. Und drückt nochmal auf Pause. So. Ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, gerade eher darauf geachtet, ob ihr das gut sehen könnt. Aber es müsste eigentlich geklappt haben. Und wenn das Ganze hier richtig geklappt hat, müsstet ihr weiterhin 26 Weißdrachenhörner im Inventar haben. Wie ihr sehen könnt, liegen hier aber auch 5. Das heißt, ihr könnt diese einsammeln und dann müssten wir 31 haben. Wie ihr seht, wir haben 31. So, erstmal super cool, ging super schnell und war super einfach. Das Beste an der ganzen Sache ist, ihr könnt bis zu 21 Items auf den Boden droppen. Ich würde euch also empfehlen, das Ganze 4-mal in der Luft zu machen pro Durchgang. Ab 21 verschwinden die Items nämlich. Also passt einfach auf. Im besten Falle empfehle ich euch, das Ganze einfach mit 20 zu machen. Ist meiner Meinung nach so am schnellsten und ich zeige euch das Ganze jetzt hier auch nochmal an den Weißdrachen. Wir können das aber, wie gesagt, 5-mal machen. Beim 5. Mal aber dürft ihr nur ein Item droppen, sonst verschwinden einfach die anderen Items um euch herum. Ich zeige euch das Ganze mal deswegen mit 4-mal. Ich mache es immer gerne mit 4-mal, so habe ich 20 Items, die ich duplizieren kann und es geht wirklich schnell. So, also ihr klettert irgendwo hoch, springt runter und öffnet den Gleiter. Dann geht ihr auf euer Item, bei uns die Weißdrachenhörner, nehmt 5 in die Hand und drückt BY. Öffnet dann nochmal das Menü, sucht wieder die Weißdrachenhörner, nimmt sie in die Hand, drückt BY. Und wiederholt diesen Prozess, bis ihr es 4-mal gemacht habt. Zack. Und ein letztes Mal noch. So. Seht ihr hier die ganzen Weißdrachenhörner rumliegen? Und ihr seht auch vor allem, dass sich von unseren 31 Weißdrachenhörnern keins davon auf den Boden bewegt hat. Die können wir jetzt nämlich alle hier einsammeln. Und wie ihr seht, haben wir in kürzester Zeit 20 Stück dazu bekommen. Es ist unglaublich, wie einfach es mit diesem Glitch funktioniert und vor allem ist das Beste, dass ihr hier tatsächlich so gut wie alles duplizieren könnt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Probleme habt mit eurer Batterie, ihr wollt eure Batterie erweitern, braucht dafür Sonanium, dann würde ich euch empfehlen, übrigens das große Sonanium zu nehmen. Nehmt es einfach in die Hand, B und Y, wir wiederholen das Ganze bis zu 4-mal. Wie ihr sehen könnt, zack, haben wir in kürzester Zeit 20 große Sonanium bekommen. Es gibt ein paar kleine Haken, sage ich mal. Und zwar werden Tiere, wie zum Beispiel Schrecken, nehmen wir mal Ausdauerschrecken, verschwinden. Also die werden, wenn ihr die freilasst, das kann ich euch ja einfach mal demonstrieren, wenn ihr die auf den Boden lasst, werden die wegfliegen. So,
Das Ganze könnt ihr aber auskontern, wenn ihr das Ganze, wenn ihr diesen Glitch hier in vier Wänden macht, wenn ihr euch irgendwo reinbegebt, wo ihr runterspringen könnt und die Schrecken dann zum Beispiel nicht abhauen können. Das heißt, ihr könntet so dann einfach jegliche Items, auch Tiere, Schrecken etc. damit duplizieren. Und das heißt im Endeffekt, das hier ist so ziemlich der beste Glitch, den ihr nutzen könnt, um euch unendlich Items zu organisieren. Und das war es auch schon tatsächlich mit dem heutigen Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Außerdem lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr mit dem Glitch alles so anstellen werdet. Und wenn du wissen willst, wie du all deine Waffen, Bögen und auch Schilde duplizieren kannst, dann solltest du wohl besser dieses Video hier schauen.